Thank you.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur sechsten Sendung unserer Reihe Saxophonstars, heute mit Peter Brötzmann. Wenn Musiker die alten Trampelpfade verlassen, dann ist die Masse, die vom Dreck ergriffen ist, schockiert. Und die Kritiker stimmen oft ein diffamierendes Geheul an. Männerulk hat man seinerzeit über ein Free-Jazz-Konzert geschrieben. Über den Philosophen Heidegger konnte man irgendwann lesen, er sei leider der größte Denker dieses Jahrhunderts. So sollte Heideggers Monumentalität und Zwielichtigkeit herausgestellt werden. In diesem Sinn könnte man vielleicht die Arbeit des Saxophonisten Peter Brötzmann begreifen. Brötzmann, der gesagt hat, ursprünglich war ich Maler und ich habe in der Malerei gelernt, die Freiheit des persönlichen Ausdrucks zu gebrauchen und über alle konventionellen Schemata hinwegzusehen, um nicht zu sagen hinwegzutrampeln. Wir erleben den begnadeten Berserker Brötzmann zuerst mit Fred Van Hove Klavier und Han Benning Schlagzeug in einer Aufnahme des NDR von 1973. Das Trio Infernal tobt durch die Stücke The End von Peter Brötzmann und das Einheitsfrontlied von Hans Eisler. Danach erleben wir den fast aktuellen Brötzmann in einer Aufzeichnung des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1986 mit Bill Laswell Bass, Sonny Sharrock Gitarre und Ronald Shannon Jackson Schlagzeug und Gesang. Die Band spielt Alarm und Love Song Number 7 von Peter Brötzmann.